Hey und herzlich willkommen bei Richtig Schwanger. Heute geht es um das Thema Wehen. Also, was genau ist eigentlich eine Wehe? Wie kommen sie zustande? Was sind genau vorzeitige Wehen? Sind die gefährlich? Und bei welchen Wehen muss ich denn langsam in den Kreißsaal? Viele, viele Fragen, noch mehr Antworten jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Und wir starten auch direkt durch mit Frage Nummer 1. Was ist denn eigentlich eine Wehe? Nun, um sich das zu überlegen, muss man erstmal darüber nachdenken, wer verursacht diese Wehe, wo kommt die eigentlich her? Und das ist nämlich nichts anderes als eure Gebärmutter, die wiederum nichts anderes ist als ein großer Muskel, der sich zusammenzieht, und diesen Vorgang nennt man Wehe. Und die Natur ist dabei relativ schlau, denn sie sagt, okay, wir machen das nicht wie bei anderen Muskeln am Körper, die wir willkürlich bewegen können, sondern wir überlassen das dem Körper selbst, wir können den nicht steuern. Und deswegen sage ich auch, glücklicherweise hat das die Natur so gemacht, denn natürlich hat man unter Wehen auch mal Schmerzen, und nicht wenige Frauen würden wahrscheinlich sagen, ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde Pause, ich kriege jetzt mal keine Wehe. Sondern Natur hat gesagt, nee, wenn Wehe, dann aber richtig. Außerdem gibt es verschiedenste Arten von Wehen. Es gibt sogenannte Schwangerschaftswehen. Dazu zählen zum Beispiel auch die vorzeitigen Wehen, zu denen ich später noch etwas sagen will. Und es gibt sogenannte Geburtswehen, die man, wie der Name schon sagt, im Kreißsaal hat, unter Geburt. Was das alles genau ist, erkläre ich aber an einer bisschen anderen Location. Bis gleich. Gehen wir die einzelnen Wehenformen mal chronologisch durch. Also von früher Schwangerschaftswoche bis Kreißsaal bis zur Entbindung. Es geht los mit Schwangerschaftswehen. Und die kann man normalerweise schon ab der 20. Schwangerschaftswoche spüren. Da übt der Körper. Das heißt, die Gebärmutter übt schon mal, was ist das? Es ist genauso ein Muskel wie jeder andere auch und muss schon mal trainieren. Und wie gesagt, ab der 20. Schwangerschaftswoche gibt es sogenannte Alvarez-Wellen oder sogenannte Braxton-Hicks-Kontraktionen. Ich schreibe euch beide mal hier oben hin. Man kann das mal googeln. Das ist nicht so relevant für euch. Das sind irgendwelche Fachtermina oder Fachwörter, die euch jetzt nicht so betreffen. Aber man kann es mal googeln auf sogenannten CTGs. Also da, wo wir die kindlichen Herztöne aufschreiben. Dafür gibt es auch ein eigenes Video. Könnt ihr euch auch einmal anschauen. Kann man die ganz gut sehen. Das heißt, ihr kommt so in der 24. Schwangerschaftswoche und wir schreiben ein CTG im Kreißsaal und wir sehen solche ganz speziellen Muster bei der Wehenaufzeichnung, dann können wir sagen, okay, der Körper übt schon mal, das ist völlig normal, das sind sogenannte Braxton-Hicks-Kontraktionen oder das sind Alvarez-Wellen, das ist nichts Schlimmes. So 3 bis 4 Wochen vor Termin habt ihr sogenannte Senkwehen oder könnt ihr Senkwehen haben. Auch das dient schon mal zum Üben. Das sind ganz unkoordinierte Wehen, die haben noch keine Regelmäßigkeit, die sind so von mittlerer Intensität und dienen dazu, das kindliche Köpfchen schon mal zu positionieren, das heißt in die richtige Richtung zu drücken. Senkwehen sind also auch gar nichts Schlimmes. Jetzt gehen wir das Ganze schon ein bisschen ein Stück weiter. Ihr seid jetzt 3 bis 4 Tage ungefähr vor dem errechneten Geburtstermin. Dann habt ihr sogenannte Vorwehen. Das sind auch noch relativ unregelmäßige Wehen. Die können aber schon so alle 5 bis 10 Minuten mal auftreten. Haben auch schon mal eine ganz schön hohe Intensität. Also da seid ihr schon mal ziemlich am Schnaufen. Das ist auch der Moment, wo die ersten Frauen so mal im Kreißsaal eintrudeln und fragen, geht's denn schon los oder kann ich noch mal nach Hause? Die dienen aber in aller Regel auch nur zur Positionierung des Köpfchen. Das Köpfchen geht jetzt schon richtig tief ins Becken rein. Und auch bei der vaginalen Untersuchung kann man das Köpfchen jetzt vielleicht schon gar nicht mehr so richtig wegschieben. Vorwehen, etwas ganz Normales. Und wie gesagt, so 3 bis 4 Tage vor dem Termin, da braucht man auch gar keine Panik haben. Kommen wir als nächstes zu den Geburtswehen. Also die Wehen, wenn es langsam zur Sache geht. Diese Wehenform heißen zwar Geburtswehen, sie bestehen aus 2 Teilen. Das sind einmal Eröffnungswehen. Bei den Eröffnungswehen geht es darum, quasi den Muttermund von geschlossen, dass man kaum durchkommt mit dem Finger, bis vollständig, das sind ungefähr 10 cm, da muss das Köpfchen durch, eröffnen. Deswegen heißen die Eröffnungswehen. Diese Wehen sind schon sehr koordiniert, ganz regelmäßig, ganz rhythmisch, sind anfangs so alle 10 Minuten, können dann auch kurzfrequentierter werden, so alle 5 Minuten auftreten. Und da geht schon ganz gut zur Sache, das kann schon ordentlich wehtun. Und dann kommen natürlich als letztes, und dann ist wirklich die letzte Frau auch im Kreißsaal eingetroffen, die sogenannten Austreibungswehen. Da ist auch der Name Programm. Austreibung dient quasi dazu, der Muttermund ist jetzt vollständig, das Köpfchen muss jetzt durch das Becken ausgetrieben werden und deswegen nennt man das Ganze Austreibungswehen. Und die sind natürlich mit Schmackes, die tun ordentlich weh, die sind ganz rhythmisch, ganz koordiniert und wirklich eine hohe Intensität. So wie du siehst, gibt es wahnsinnig viele Wehenformen und jetzt kommt natürlich die preisgekrönte Frage, wann muss ich denn jetzt in den Kreißsaal kommen? Wann ist denn mal Zeit, da aufzuschlagen und nachzufragen? Muss ich da bleiben? Kann ich noch mal nach Hause? Wann geht's denn los?
Ja, und das ist deswegen eine preisgekrönte Frage, weil selbst für uns Geburtshelfer diese Frage nicht immer ganz so leicht zu beantworten ist. Denn man muss sagen, so unterschiedlich die Gesichter der einzelnen Frauen auch sind, so unterschiedlich sind eben auch die Empfindungen bei den einzelnen Wehen. Es gibt Frauen, die schon bei leichten Eröffnungswehen sehr schmerzgeplagt sind, in den Kreissaal kommen und wissen wollen, wie es weitergeht. Andere haben schwerste Austreibungswehen, sitzen ganz entspannt vor dir und erzählen dir was, was sie gestern gegessen haben. Also es gibt es tatsächlich ganz große Unterschiede in den Empfindungen der Wehen. Die Empfindung der Wehen der einzelnen Frauen spielt für uns also auch eine Rolle. Das ist auch gar nicht als Vorwurf gemeint. Es gibt die einen Frauen, die sich stoßen und überhaupt nichts merken und die anderen, denen tut das total weh. Also es gibt auch Unterschiede im Schmerzempfinden an sich. Und damit du rauskriegen kannst, was für eine Art Wehe du gerade hast, gebe ich dir jetzt mal zwei Tipps mit auf den Weg. Tipp Nummer 1 ist dabei, nimm dir eine Uhr zur Hand und schau ganz genau, wie oft kommen die Wehen, wann kommen sie wieder, welchen Rhythmus haben sie und vor allen Dingen auch, wie ist die Intensität. Wird die mehr, wird die weniger, bleibt die gleich? Wehen, die ganz regelmäßig auftreten, können auch was am Muttermund bewirken. Das heißt, erst die können den Muttermund auch öffnen. Du kannst im wahrsten Sinne die Uhr danach stellen, wann die Wehe wiederkommt. Ob es am Anfang alle 10 Minuten sind oder alle 5 oder ganz zum Schluss alle 2 Minuten, aber die sind ganz, ganz regelmäßig. Und Tipp Nummer 2 gebe ich dir zwar, aber ich bitte darum, den wirklich ein bisschen mit Bedacht zu benutzen. Jedes Kreißsaal in jedem Krankenhaus hat auch eine Telefonnummer, ist klar. Jedoch solltest du nicht bei jedem Zwicken im Unterleib irgendwie das Kreißsaaltelefon anrufen. Denk wirklich daran, ein Kreißsaaltelefon ist so ähnlich wie ein Polizeinotruf oder ein Feuerwehrnotruf. Das gibt Ärger, wenn man da zu oft und wegen Blödsinn anruft. Also solltest du ganz unsicher sein und überhaupt nicht wissen, ob du in den Kreißsaal gehörst oder nicht, kannst du da mal anrufen und nachfragen, aber bitte nicht bei jedem Zimperleinchen. Und selbst wenn du dein Kind bekommen hast, glückliche Mutter bist, ist es noch nicht ganz vorbei mit den Wehen. Als Nachtrag, es gibt noch zwei Arten von Wehen, die nach der Geburt auch noch auftreten. Das sind einmal die sogenannten Nachgeburtswehen, auch hier ist der Name Programm. Deine Nachgeburt muss noch auf die Welt gebracht werden, das heißt dein Mutterkuchen, die sogenannte Plazenta. Die muss noch geboren werden, das kann bis zu 60 Minuten dauern. Ist natürlich ein Klacks im Gegensatz zu der Geburt eines Kindes, aber auch die muss noch auf die Welt gebracht werden. Und das macht natürlich auch Wehen. Übrigens, als kleine Extra-Info und Extra-Wissen, Geburtshelfer gratulieren erst dann zur Geburt, wenn die Plazenta, also euer Mutterkuchen, auf die Welt gekommen ist. Und selbst wenn die Geburtshelfer dann endlich gratulieren und sagen, so, jetzt ist die Geburt vorbei, euer Mutterkuchen ist da, ist es noch nicht ganz vorbei mit den Wehen. Denn es gibt noch sogenannte Nachwehen. Die Nachwehen sind dafür da, eure Gebärmutter, wo ihr ein Kind reingepasst habt, also sehr groß, wieder auf die normale Größe, ungefähr eine Faustgröße, zusammenzuziehen. Das werdet ihr vor allen Dingen merken, wenn ihr stillt. Da wird nämlich ein Hormon freigesetzt, was das fördert, dass die Gebärmutter sich nochmal mehr zusammenzieht. Also, das sind die sogenannten Nachwehen. Erst dann, wenn die vorbei sind, habt ihr es irgendwann geschafft. Jetzt kommen erstmal keine Wehen mehr. Kommen wir nun zum letzten und vielleicht auch spannendsten Punkt dieses Videos. Es geht um vorzeitige Wehentätigkeit. Das Thema ist deswegen so spannend, weil sich die schlauen Köpfe seit Jahren darüber streiten, wie genau vorzeitige Wehen definiert werden. Es gibt da nämlich zwei Dinge. Es gibt einmal eine Kontraktion, das heißt ein Hartwerden des Bauches, ein Zusammenziehen der Gebärmutter. Die ist völlig normal in auch frühen Schwangerschaftswochen. Und es gibt auf der anderen Seite vorzeitige Wehen, also wirklich eine Wehentätigkeit und die ist nicht normal in einer Schwangerschaftswoche, egal ob früh oder spät vor dem Termin. Wie unterscheidet man die beiden jetzt? Ja, das ist ziemlich schwierig, denn wie wir vorhin schon gehört haben, gibt es auch hier Unterschiede zwischen den Frauen. Die einen spüren ein Ziehen im Bauch schon als ganz schmerzhaft, als ganz schlimm. Und die anderen Frauen haben eine vorzeitige Wehentätigkeit, also wirklich regelmäßig und schmerzhafte Wehen, die sie aber gar nicht als so schmerzhaft und schlimm empfinden und dabei eine Muttermundseröffnung im schlimmsten Falle noch haben und es gar nicht richtig merken. Ihr merkt also, das ist gar nicht so leicht auseinanderzuhalten, auch für uns Ärzte nicht. Und es gibt eigentlich so zwei Methoden, um zu gucken, ist das jetzt noch normal oder ist das jetzt nicht mehr normal. Einmal das Auftreten pro Stunde. Man sagt, so bis zur 25. oder um die 25. Schwangerschaftswoche sind so 2 Kontraktionen pro Stunde okay. Das heißt, 2-mal pro Stunde, wenn euer Bauch da hart wird, ist noch im Rahmen. Bei mehr Kontraktionen müsstet ihr nämlich schon langsam mal zum Telefon greifen und eventuell euren Frauenarzt anrufen. In der 37. Schwangerschaftswoche, also wenn ihr schon so ein bisschen weiter seid in der Schwangerschaft, sind bis zu 5 Kontraktionen pro Stunde als normal anzusehen. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, wenn man den Verdacht hat auf vorzeitige Wehen, ist zu gucken, ob sich der Muttermund eröffnet und euer Gebärmutterhals, die sogenannte Zervix auf schlau, verkürzt. Das heißt, eine Gebärmutterhalsverkürzung oder eine Muttermundseröffnung ist natürlich schlecht in solchen frühen Schwangerschaftswochen.
Das kann man allerdings nur beim Arzt sehen, wenn der einen vaginalen Ultraschall macht und sich die Zervix, also euer Gebärmutterhals, einmal anschaut. Zu vorzeitigen Wehen mit Gebärmutterhalsverkürzung gibt es nochmal ein eigenes Video. Das ist ein großes Thema, das kann ich jetzt in diesem Video nicht mit ansprechen. Das war es gewesen zum Thema Wehen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Unsicherheiten nehmen und die meisten Fragen beantworten. Sollte dem so sein, hat dir das Video gefallen, lass mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniere natürlich diesen Kanal und ganz wichtig, schreib mir viele, viele mehr Fragen in die Infobox und in die Kommentare, denn ich gehe jetzt direkt wieder auf die Suche nach neuen Unsicherheiten, um sie euch zu nehmen. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß beim Weiterbrüten und bis bald!